Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist DoubleCD und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Johanna ist heute auch wieder mit am Start. Hallo. Und fährt fleißig schon Auto, denn wir sind Leute schon 7 Stunden jetzt hier bis hier hingefahren, Leute. Ihr könnt es schon sehen, es ist eine richtig verschneite Gegend hier. Wir sind nämlich am Königssee in Süddeutschland und ich wurde von der Zürich-Versicherung eingeladen, heute jemanden zu treffen. Und zwar Johannes Lochner, amtierender Weltmeister im Viererbob und hat auch im Zweierbob Goldmedaillen abgesahnt und so weiter und so fort. Die Zürich-Versicherung ist Sponsor und Versicherer der deutschen Olympiamannschaft und hat auch ein eigenes Team tatsächlich. Und die hat mich jetzt eingeladen, Johannes Lochner zu treffen. Und in welche Richtung das Ganze gehen wird dann am Ende des Videos, könnt ihr euch ja schon fast denken. Ist das jetzt hier der Königssee sieht gerade? Geil aus. Leute, wir haben ja noch nicht so den Durchblick. Oh, ich kann schon die Bobbahn sehen. Ich sehe schon die Bobbahn. Ey, sieht ja aber mega cool hier aus. Ach, das ist die Bobbahn. Da oben würde ich sagen, ist die Bobbahn. Oh wei, Leute, das wird was. Guck mal, das Wasser sieht richtig grün aus hier. Schön. Krass. Guck mal, diese Insel da in der Mitte. Da gucken wir uns das Ganze mal an. Ich muss sagen, ich habe noch nie eine Bobbahn oder offiziell heißt es hier Eisarena gesehen. Leute, heute ist ein richtiges professionelles Kamerateam mit dabei. Der David steckt mir jetzt gerade noch mein Ansteckmikro hier an. Geht's dir gut? Mir geht's perfekt. Sehr gut. Guck mal, wie viele Leute hier heute am Start sind. Ist auch noch mit externer Kamera. Aber nicht wehtun. Nein, geht's also, Tontest, ja. Oh, nice Karre am Start. Du stehst sogar drauf. Nationalmannschaft. Bob- und Schlittenverband Deutschland. Du bist hey, der Richtige, servus, oder? Genau. Oh Gott, ich habe gar keine Hand frei. Alles hey, gut bei dir? Cool, dass du da bist. Schön, dass du hier so angedriftet kommst. Ja, perfekte Auto für den Schnee hier. Sehr gut, das ist aber ultra schön hier. Du kommst ja sogar hierher. Genau, ich wohne hier 2 Kilometer weg und... Dann hast du es nicht weit zum Training sozusagen. Genau. Ne? Ich habe schon gerade, oder uns wurde auch schon vorher gesagt, so von der Statur her sind wir, da bist du ein bisschen größer ähnlich als ich, ne? Ja, ich habe auch Schuhe für dich geholt in 41, 42. Gibt es eigentlich nicht bei Bobfahrer? Nicht? Ja, du hast Frauenschuhe jetzt, aber das fällt mir keinem. Natürlich, nee, das nehme ich jetzt auch gar nicht persönlich. Es gibt keinen einzigen Bobfahrer, der so klein ist. Wir haben größtens in 51. Da kann man ja selber schon drauf rum. Runterfahren. Also wenn ich mitfahren würde, sagen wir es jetzt einfach mal. Sagen wir es mal so, dann sind wir hier an der Stelle, wo wir jetzt gerade sind, das ist der tiefste Punkt der Bahn. Ja. Da hast du ungefähr 120. Oh! Und wer ist denn er? Das war ein Rodler, wir machen richtigen Sport. Kleiner Seitenhieb ans Rodeln. Genau. Ich dachte, im Zweierbob fährt man eher so 70, 80 km/h. Ja, kurz nach dem Start. 115 bis 120. Genau. Bist 50. Du sicher, dass ich auch mit meinem Gewicht, dass wir da auch so auf die Geschwindigkeit kommen? Das kriegen wir hin. Ja, natürlich. Ich weiß gar nicht, welcher alles am Start ist. Auf einmal ist ja alles voll gerade. Mir geht's ja gut, geht's euch auch gut? Ja. Leute, die fahren hier die ganze Zeit runter. Und das macht ihr auch? Ja. Das ist die Schulveranstaltung. Wirklich? Das macht ihr in der Schule? Ja. Krass. Das hätte ich nicht gedacht. Kann man auch ein Gruppenfoto machen? Hast du es gehört? Die machen das hier einfach als Schulsport. Echt? Ja. Ich habe mir schon gedacht, weil die gegen andere Schulklassen fahren die einfach hier runter. Was ist aber da los? Bock, oder wie? Ich weiß nicht genau. Nee, Schlitten, glaube ich. Bist du auch früher Schlitten gefahren in der Schule? Ja. Das ist ja echt crazy. Ich wusste nicht, was das ist. Da ist unsere Schule gewesen, das war Sportgymnasium. Und wir haben in der Früh so Zipfelbobs mit hochgenommen im Bus. Ja. Und sind danach auf so einer Rodelbahn runtergefahren. Die fräsen den Fußweg aus. Ach dann so. Hast du links und rechts ein paar Banden und dann kannst du von ganz oben bis vor die Haustür wieder mit so einem Schlitten runterfahren. War halt alles besser als Busfahren. Ja. Also wir können den Leuten da draußen ja mal gerade erklären, was hier abgeht. Also du wirst mich heute auch noch so ein bisschen trainieren. Genau. Und wenn ich mich gut anstelle, dann werde ich sogar vielleicht mitfahren. Kann man das so sagen? Genauso kann man das sagen. Oder werde ich eher mit, also fahre ich dann aktiv? Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich kann mir noch überhaupt gar nichts vorstellen. Wie bist du überhaupt zum Bobfahren gekommen? Ich habe eigentlich in meiner Jugend jeden Leistungssport schon durch, was man hier so machen kann in der Region. Also Skifahren, Skispringen war ich mal. Okay. Nordische Kombination dann, Eishockey, Biathlon sogar. Aber dann mit der Pubertät, dann war ich dann ein bisschen faul und dann habe ich das eigentlich alles an den Nagel gehängt. Und ja, Bobfahren darfst du eigentlich erst ab 18 so richtig machen. Aber hier sind ja gerade bei der ganzen Schulklasse. Genau, da. Aber das war Rodel. Rodel fängt von klein auf an, okay. Und beim Bobfahren steigst du wirklich erst ab 18 ein, weil einfach dann die Kräfte und die... Das Krafttraining, was dazugehört, einfach zu belastend ist für einen Körper, der noch nicht ausgewachsen ist. Ja, das hört sich ja schon mal super an. Und dann ging es eigentlich so los, dass ich mir dann zu Hause eigentlich viel zu viel gelangweilt habe und wollte da wieder irgendwas machen. Und in meiner Familie gibt es ja ein paar Bobfahrer. Mein Onkel wurde 92, ja. Genau, der wurde 92 Silbermedaillengewinner in Albertville. Und der hat dann gesagt, gehst mal an die Bahn, fahrst mal runter und wird da schon gefallen, so ungefähr. Und okay. Genau so war es dann auch. Ich bin hier hinter... Hab mich einfach in so einen Bob reingesetzt, ähnlich wie du, und bin dann runtergefahren und bin unten ausgestiegen und habe sofort gewusst, das ist es, das ist mein Sport, habe mich sofort in diesen Sport verliebt und ja, seitdem her mache ich das. Das ist Achterbahn, aber halt mit ein bisschen Risiko, weil es kann halt immer was passieren. Super, ja. Hab da auch ein paar schöne Videos für dich, zeige ich dir dann noch, ja, freu bevor mich du fahrst. Aber wir sind ja versichert, ne? Dank ja, Zürich sind wir ja versichert. Wir die Zürich, ja. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ich bin mal gespannt, auch was magentechnisch bei mir passiert, weil Gehkräfte und Magen, das ist ja auch mal so eine Sache, die kann ja auch mal nach hinten losgehen, ne? Ja, wir haben hier bis 5G im Kreisel und das ist ungefähr so für 4-5 Sekunden.
Und ja, zum Beispiel mein Vierermann, der jetzt mit mir auf Olympia fährt, der seine ersten drei Bobfahrten unten Helm runter und ans Eck und erstmal sich das Essen nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ja. Oh, ich bin eigentlich für sowas prädestiniert. Und ich kann dir am besten mal hier so eine GoPro-Fahrt zeigen. Diese Kurven hier sind noch sehr angenehm. Das ist der obere Bereich, da fahren wir so mit 80 ungefähr durch. Und dann geht es jetzt auf die lange Gerade. Boah, ja, die ist tatsächlich lang. Genau, und am Ende der Geraden sind wir dann ungefähr bei 116, 117 km/h. Aha. Ich kenne ja GoPro-Aufnahmen, ich habe ja auch viel mit GoPro-Aufnahmen gemacht und ich weiß, dass es auf der GoPro immer langsamer aussieht. Das sieht aber gar nicht langsam aus. Ja, super, hört sich gut an. Ich bin sehr gespannt. Oh, ich würde so kotzen. Ich bin richtig kotzaffin, ich würde direkt kotzen. Geil. Findest du gut, oder? Das finde ich gut, ja. Ja, mega gut. Ich bin ja schon ab und zu so Gästebobs gefahren. Ja. Und ich warte immer drauf, dass mal einer kotzt. Ich bin schon mal Virtual Reality Bob gefahren, so eine Art, ja. Aber da hat sich halt nur so eine kleine Platte so ein bisschen hin und her bewegt. Also G-kräftetechnisch kommt es, glaube ich, nicht ganz dran. Genau. Wie vielten Sekunde sind die 5G? Ich glaube so bei 30. Dann zähle ich mit. Genau. Die ganze Zeit nur 1, 2, wahrscheinlich sind sich eh da drin. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist ähnlich wie mit dem Fallschirmspringen. Da geht's auch nur so eine Minute, dann schießt das Adrenalin hoch. Machst du es auch? Ja, habe ich mal gemacht. Das ist cool. Ja, hast du kein Problem mit Höhe? Nee, gar nicht. Ich stehe da drauf. Du hast überhaupt gar kein Problem mit irgendwas, oder? Nee, Hauptsache schnell. Also, jetzt sind wir im Kreisel. Das ist so das Highlight von der Bahn. So ungefähr 3-4 Sekunden lang 5G. Aber was machst du denn jetzt hier? Also, wir sind jetzt hier bei, wie gesagt, 120 km/h 5G. Ja, das ist schon ordentlich auf jeden Fall. Ich muss sagen, bei mir ist generell Geschwindigkeit in den letzten Tagen und in den letzten Jahren so ein bisschen zu kurz gekommen. Das will ich nämlich jetzt wieder ein bisschen vorantreiben. Allein mit diesem Video hier. Ich habe auf jeden Fall vor, nächstes Jahr, habe ich den Leuten auch schon mal so ein bisschen erzählt, wieder in die Richtung Motorradfahren zu gehen. Oh ja, weil das ist natürlich, das gehört bei mir auch ganz hoch zur Leidenschaft, aber ist mir zu gefährlich. Wirklich? Ja, als Leistungssportler. Das ist krass, das sagen tatsächlich viele. Deswegen ist jetzt auch das Ding, ich bin jetzt derjenige, der sich da jetzt komplett drauf einlässt, ohne wirklich eine Kontrolle zu haben. Genau, du musst mir da komplett vertrauen, aber kriege ich hin. Es ist auf jeden Fall was Einzigartiges. Ja, das glaube ich. Kann man mit nichts vergleichen. Das werde ich wahrscheinlich so schnell nicht mehr vergessen, ne? Ja, hoffentlich nicht. Was hast du jetzt überhaupt alles mit? Ich hätte dir nochmal Handschuhe gebracht, aber ja. Müssen wir schauen, ob die passen. Mit Deutschlandflagge drauf. Ja, klar. Wie ich das gehört. Kannst du nämlich dann behalten, wenn du die brauchen kannst. Oh, nice. Aber XXL. Ja, das ist jetzt zum Beispiel so ein Overall zum Anziehen, der ist 4XL. Ah ja. Also wird dir wahrscheinlich auch nicht passen. Hast du gedacht, ich wäre so groß? Nee, aber es gibt nichts anderes. Wir haben nur das. Was ist denn los mit euch? Was esst ihr denn den ganzen Tag? Ja, die sehen ja crazy aus. Das sind jetzt Größe, 47, ein Drittel. Das sind dass du hier alles auspackst. Ach, hast du jetzt noch die Damenschuhe? Ja, ich habe 41, ein Drittel. Ach, das ist noch, das wäre jetzt ein, das ist der kleinste, den wir gefunden haben. Vielleicht passt der. Ah, okay. Das ist nur 3XL, oder? Nee, das ist ja, genau. Und wo gehen wir jetzt hin? Also wir trainieren jetzt hier so ein bisschen, ja? Genau. Das ist unsere Startbahn, die ist auch vereist. Ja. Hat das ähnliche Startprofil wie die Bobbahn selber. Nur, dass wir hier nicht Bob fahren, sondern wir starten nur und dann geht's wieder hoch. Ah, okay, also wir testen nur den Start. Wir simulieren nur den Start, dass du einfach mal auf dem Eis läufst und mal siehst, wie sich das Ganze anfühlt. Bob wiegt ungefähr 200 Kilo, kannst dich schon mal drauf einstellen. Ach du meine Güte. Dann wiegt der auf jeden Fall mehr als wir zusammen. Genau. Sehr gut. Man sieht aus, als hätte ich Speckrollen, aber es ist einfach nur mein dicker Pulli, der da drunter ist. Jetzt einmal dran heben. Jetzt! Eins! Was? Schöner Sport, oder? Oh ja, das ist... Also hier sind jetzt meine stylischen Schuhe am Start. Extra natürlich hier nur fürs Bobfahren unten mit den Nägeln. Alles ist dabei, Leute. Es ist irgendwie ein bisschen verrückt, damit zu laufen. Es hört sich irgendwie komisch an, aber man hat halt wirklich richtig Bombe Grip. Also man klebt hier echt am Eis, das muss man schon sagen. Also die bringen schon ein bisschen was. Wenn du den gleich anschiebst, von mir aus machst du 2-3 Meter und springst einfach mal rein. So Leute, jetzt kommt mein erster Versuch, wo ich versuche, einen Bob anzuschieben und reinzuspringen. Und unten werde ich dann ja automatisch gebremst. Ich weiß noch überhaupt nicht, ehrlich gesagt, was auf mich zukommt und wie sich das anfühlen wird. Ich würde es jetzt mal langsam angehen erstmal. Herr Lochner, was sagen Sie? Kann man das morgen machen? Ich würde sagen, du hast dich sehr gut angestellt und du hast die Freigabe. Das wird morgen funktionieren, da bin ich ganz sicher. Ja, also eben habe ich noch gedacht, wenn ich die Freigabe bekomme, ist das ein gutes Zeichen. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt schon heiß eigentlich. Ich will eigentlich schon echt fahren jetzt. Und ich glaube auch, wenn du da morgen runterfährst, du wirst unten aussteigen. Vielleicht kotzt er, aber wahrscheinlich wirst du grinsen. Ja, grinsen, kotzen hat man so auch noch nicht gesehen. Es ist jetzt abends spät und ich werde jetzt schlafen gehen, denn morgen früh geht's los. Heute war ja quasi so ein bisschen der Trainingstag und morgen ist dann der große Tag,
wo ich dann tatsächlich mitfahren werde mit dem Bob um die 120 km/h. Eine G-Kraft von 5, sowas um den Dreh. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es in Deutschland irgendwie eine Achterbahn gibt oder so, die es schafft, so viel G-Kräfte zu vereinen. Ich weiß aber jetzt schon aus vielen Geschichten, dass es eine sehr, sehr krasse Geschichte wird, dass der ein oder andere sich schon übergeben hat, dass der ein oder andere vielleicht sogar ohnmächtig wurde im Bob. Ich habe natürlich mega, mega Bock drauf, muss ich sagen. Das ist schon eine Sache, das finde ich schon richtig cool, aber man hat natürlich echt Respekt und am Anfang dachte ich nur, wow, fuck, auf was habe ich mich da eingelassen? Aber jetzt, als wir so die ersten Tests gemacht haben und losgefahren sind und angeschoben haben und ich so ein bisschen reingesprungen bin, muss ich sagen, jetzt bin ich schon sehr angefixt und jetzt will ich es auch auf jeden Fall machen, aber natürlich hat man auch so ein bisschen Grummel im Magen, Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich würde sagen, das seht ihr da morgen. Okay, neuer Tag. Ich habe jetzt noch nichts gegessen. Es gibt ja immer so zwei verschiedene Lager. Die einen sagen, einem wird eher übel, wenn man was isst. Die anderen sagen, besser nichts essen, dann kann man... Auf jeden Fall was essen. Ich habe eigentlich genug geschlafen, also ich habe schon viel geschlafen, aber die ganze Nacht habe ich wirklich nur dieses Bobfahren im Kopf gehabt. Die ganze Zeit immer nur anschieben, habe immer diesen Kurs da gesehen und das Reinspringen und so weiter und so fort. Hatte ich echt die komplette Nacht im Kopf, Leute. Und... Oh, hier ist ein Freibad. Also noch hält sich die Nervosität in Grenzen. Das wird sich aber ganz, ganz sicher noch deutlich steigern. Also ich bin jetzt schon nervös, was schon eigentlich was heißt. Weil eigentlich bin ich grundsätzlich nicht so der Typ, der nervös ist, aber vor sowas dann halt eigentlich schon sehr. Ich glaube, ich rede um den großen Brei herum. Den großen Brei? Um den heißen Brei? Ach ja. Nicht um den großen Brei. Okay, vielleicht bin ich doch ein bisschen aufgeregter, als ich dachte. Morgen! Bob-Team Lochner. Hier vorne befindet sich der Bob drin. Und da steht das Ding drin, Leute. Guten und hier Morgen. Ist der Johannes. Morgen. Hey, servus. Alles gut. Frisch vom Lackierer. Du bist jetzt der Erste, der mit dem neuen Olympia-Design fährt. Tatsächlich, ja. Den haben wir gerade frisch abgeholt und ja, ziehen wir mal raus. Dann weinen wir den mal ein, ne? Okay. Hoffentlich ohne Sturz. Ja. Wir hoffentlich, natürlich. Oh, jetzt macht das schon wieder Druck. Das ist jetzt das gute Teil, Leute. Hier werden wir uns reinsetzen. Ich sehe schon die ersten. Für dich. Ah ja, okay. Und vielen Dank. Ist der denn auch wieder jetzt dreifach XL oder? Nee, das sollte da eigentlich passen. Ja, sieht doch ganz gemütlich aus. Hast du auch USB-Ladegerät und so ist alles drin, ne? Ja. WLAN ist an Bord? Klar. Ja, perfekt. Du hast mich übrigens ein bisschen angeflunkert, ne? Du meinst das letzte Mal, der Start wäre oben in diesem gelben Haus. Ja, oberhalb vom gelben Haus. Ja, da ist du aber noch... Du hast mein Dialekt einfach nicht verstanden. Ach so, okay. Das ist die Bremse, ja? Genau, die kommt dann unten raus. Hier sitzt du und hier sind dann deine Beine. Nicht dir schrei, beide Hände hier links und rechts an die Bremse. Und anziehen und dann siehst du erstmal, wie die reagiert. Und ich drehe mich dann eh um und schreie dir entweder mehr oder weniger. Am besten schaust du immer auf der linken Seite raus wegen der Kamera, oder? So ein trockener Mund. Geil. Ach, ja. Erstes Ziel ist tatsächlich einfach erstmal hinter mich zu gehen. Das war krass. Das war wirklich krass. Ich hab's geschafft. Nice. Oh Gott, darf ich auch loslassen? Du geil. Darfst loslassen, du darfst raus. Sehr geil. Aber Bestzeit auch, oder? Ja, klar. Oh. Oh. Also, Dankeschön. Du hast die ganze Fahrt geschrien wie ein Mädchen. Aber man muss ja auch was für die Kamera machen. Ja. Ach so, für die Kamera war das. Ja. Aber ich muss sagen, du hast perfekt gebremst. Ja? Beim ersten Mal direkt beim Ausstieg. Also in der ersten Drehung, hat so richtig den Magen runtergezogen. Und dann gab es dann nochmal diesen kleineren Kreisel.
Und da hat es dann so mein Gehirn so nach hinten gedrückt, so ein bisschen so nach unten, ich weiß nicht mehr. Du hast da langsam wieder ein bisschen Farbe im Gesicht. Ja, es ist richtig krass. Mir zittern immer noch ein bisschen die Knie, muss ich sagen. Aber ich kann auf jeden Fall deine Leidenschaft für das Bobfahren verstehen. Wir waren so schnell, man wurde echt so in den Sitz gedrückt. Aber es war richtig cool und währenddessen hatte ich nicht so das Gefühl, boah, wann ist es endlich zu Ende? Ja. Sondern ich fand es wirklich mega, mega gut. Es hat mir echt extrem viel Spaß gemacht. Ich habe schon andere Sachen gemacht, wo ich mir dachte so, oh, was passiert hier? Und das habe ich mir in dem Sinne auch gedacht, aber es war echt nur positiv und es hat ultra viel Spaß gemacht und ich kann da die Begeisterung auf jeden Fall teilen. Ja, du wusstest ja eigentlich nicht, was passiert. Ich habe dich ja mehr oder weniger oben reingesetzt und es ging runter. Und, Ich habe alles auf mich einfach alles passieren lassen, aber es war ultra cool. Also mir hat es wirklich mega viel Spaß gemacht, auch wenn wir jetzt noch keine Bestzeit geknackt haben. Ja, ja gut, du isst jetzt noch mal ein paar Knödel wieder und dann nimmst du so 30 Kilo zu, dann passt das. Genau. Vielen Dank auf jeden Fall an dich, dass du das ermöglicht hast. Und, ja, immer wieder gerne. Das vielen war Dank auch an die Zürich-Versicherung, dass sie das ermöglicht hat. Es war mega cool, es hat ultra viel Spaß gemacht. Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich mich dazu noch so überwinde. Bin im Nachhinein mega, mega froh darüber. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei Olympia und auch dem ganzen Zürich-Sports-Team. Ich hoffe, dass ihr da abräumen werdet. Ich werde es fleißig auch verfolgen und dir die Daumen drücken und dem ganzen Team. Und es war echt mega cool. Vielen Dank nochmal. Danke. Hat mich sehr gefreut. War ein super cooler Tag mit dir. Sehr cool, das freut mich. Das war es jetzt auch mit dem heutigen Video, Leute. Wenn es euch auch gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Und ansonsten würde ich sagen, take this easy. Nehmt das Leben nicht zu ernst. Wir sehen uns dann in einem neuen Video. Bis dann, macht's gut. Und tschüss!